Mal ganz kurz Aktuelles aus dem Dorf. Was ist so passiert? Ja, generell, wir hatten an letzte Woche Sonntag einen Laubeneinbruch oben bei einer Kleingartenanlage oben an den Bahngleisen. Wir hatten einen Fall, ich glaube, war es am Montag, glaube ich, bei jemandem, der auch hier beispielsweise Ordnung mit auf der Demo macht, hat eine Frau versucht, gegen früh um 7 mit dem Schlüssel ins Haus reinzugehen. Aber glücklicherweise noch zu Hause, sie konnte nicht gut Deutsch. Hat sie zur Rede gestellt, sie wusste nicht, ist weggegangen, da zum Handy greifen, also mit dem Auto hinterher, hat ein Foto gemacht. Ihre Worte waren dann so grob, naja, ich habe den Schlüssel bekommen, ich sollte hier in das Haus gehen. Ist dann zur Polizei gegangen, hat Anzeige gemacht, dann wurde die Frau nachmittags wieder gesehen, wie sie der Dorfstraße entlangläuft und dann die Bergstraße hoch. Dort wohnt sie in einer freien Wohnung. Bin ich dann hingegangen, dieser besorgte Bruder, fragte mal nach, habe also das Bild gezeigt, was sie schon hatte, habe sie gefragt, ob sie das ist. Sie meinte, ja, so ist das. Und habe ich gefragt, was das denn früh war. Plötzlich hat sie mich nicht mehr verstanden. Habe ich sie mehrmals gefragt, was war denn das heute früh? Du warst so mein Freund, habe diese Geschichte erlaubt. Sie hat mich plötzlich nicht mehr verstanden. Dann habe ich sie einfach stehen gelassen und bin gegangen. In dem Moment, wo ich gegangen bin, da hinten mir eine Newsletter. Also ich war ja dann alles schlechter an, wie das sein kann. Und hier, die war 180, hätte mir am liebsten wehgetan. Also ich sag mal, Frauen aus dem Ostblock sind ja sowieso mit Aufbrausen da. Ja, wisst ihr, was ich meine. Das war bestimmt gerade wieder rassistisch, was ich gesagt habe, oder? Aber wenn es wahr ist, ist es kein Rassismus. Die sei halt ein bisschen... Wie nennt man das im Moment der Liedhäter anders? Impulsiv. Dankeschön. Ja, ich habe dann natürlich spätere Stunde noch erfahren, dass die Frau wohl aus Polen kommt, aus Polen, weiß gar nicht, jetzt hier wohnt, vorübergehend in der Wohnung und in Stolberg arbeitet. Und sie fühlt sich verfolgt durch das, was sie jetzt hier erlebt hat, weil ich sie unter anderem auch gefragt habe, ob sie das A ist und ob das B stimmt oder warum sie das so getan hat. Sie fühlt sich jetzt verfolgt. Meine persönliche Meinung dazu, egal aus welchem Land er kommt, da kann es ein Franzose sein oder sonst was, wenn irgendeiner bei uns hier im Land gebrochen Deutsch spricht und er sagt, er fühlt sich verfolgt, sind wir die Nazis und er hat recht. Oder ist es nicht anders? Es ist aber nicht erst seit nächstes so, das war schon immer so. Ja, ansonsten gab es heute noch einen Einbruch oben in Krebsbach in einem Haus. Also, was jetzt so in der letzten Zeit immer so passiert. Da rede ich jetzt gar nicht, ist das Flüchtlinge waren, ob das unsere waren, ob die aus Stolberg waren. Oder durch die Autobahnnähe ist vor einer Zeit der Rumänen wieder rum, in Luchseis angesichert worden. Darum geht es einfach nicht. Aber das, was in der letzten Zeit hier passiert, was in der Umgebung passiert, Schirmer gab es auch einen Einbruch in das Haus. Es häuft sich, oder? Oder bilde ich mir das ein? Kriegt ihr das auch mit? Ja. Aber wir bilden uns das ja ein, wir sind alles Hetzer, wir sind Nazis, wir sind Rassisten, nur dass ihr Bescheid wisst. Du musst mal lachen, wurde bei der Menzel in Schirmer eingefroren zur Beerdigung. Ja, Menzel, keine Namen, bei einer Frau, die Worte Beerdigung ist auch eingebrochen worden. Ne? Seid wachsam, passt auf, wenn ihr irgendwas seht. Es ist kein Fehler, auch jemand mal direkt darauf anzusprechen, wenn er irgendwas sieht. Macht das auf jeden Fall. Rückt eher zusammen, wir müssen unsere Parallelgesellschaft etablieren. Wie wir das vor 2 Wochen schon angesprochen haben. Die brauchen wir auch dran. Wir arbeiten dran. Ansonsten, grober Überblick noch übers Dorf. Ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Ich habe es versucht, alle möglichen WhatsApp-Gruppen zu teilen bei Facebook. Ich habe eine Zusammenfassung rausgehauen, was zur Gemeinderatssitzung los war. Ne? Wisst ihr alle grob, seid ihr Bilder, was hier doch so abgeht? Grob zusammengefasst, die haben dort drüben die Hütte aus. Das Heim ausgebaut, ohne Bauantrag, jetzt ist der richtig gestellt, Gemeinderat hat Nein gesagt, der Landrat kann jetzt das gemeindliche Einvernehmen ersetzen. Das bedeutet, er redet den Leuten jetzt einfach noch ins Gewissen, wie sie es in Jansdorf gemacht haben. Entweder der Gemeinderat kippt um, sagt doch ja, oder er sagt weiterhin Nein und dann muss der Landrat sich das gemeindliche Einvernehmen ersetzen. So, habe ich einen kleinen Artikel dazu gefasst, der Herr Houston, leider nicht mehr anwesend, hat natürlich diese Information auch mitbekommen, ne? Wollte aber diese Information so nicht verbreiten, weil er kann ja nicht als Quelle der Heimattreue Niederdorf angeben. Das geht ja nicht. Der Antifa-Herzigburger konnte auch als Quelle angeben und uns als Neonazi-Vereinigung bezeichnen. Scheinheiligkeit. Hoffentlich stehen wir beim Zahlen und hört's. Ich freue mich immer wieder auf den Presseartikel am Montag. Auf jeden Fall hat er ja damit wieder bitte recherchiert. Laut Bauantrag ist ja die, der Flachbau, wie wir ihn immer so schön nennen, also die alte Baracke, auf 85 Personen ausgelegt. Soll Ende März soll er fertig sein und soll im April bezogen werden. Er hat sich dann Infos besorgt, hat dann zwischenzeitlich unseren Bürgermeister noch als Lügner hingestellt, wo auch ein Presseartikel jetzt die Jahre drin, weil er neben der Presse zusammenarbeitet und Informationen voranhält. Herr Houston, es ist eine öffentliche Gemeinderatssitzung. Muss ich denn jeden eine Einladung schreiben? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, oder ich sag mal, dann kommt als nächstes das Bild richtig, öfter ist es nicht gewesen, muss der Bürgermeister ein Bild. Im Endeffekt kommen 100 verschiedene Teilungsverlage und sagen, unser Bürgermeister, das ist ein Arsch, das ist, weil er sich informiert. Es ist eine öffentliche Sitzung. Ja, wie soll man es denn noch deklarieren? Die wissen, wann die Termine sind, sie haben alle Internet, die wollen halt nur gebettelt werden. Wenn sie nicht kommen, ihr Problem, oder? Ja.
Ja. Ja, sinngemäß, jetzt ist es auch folgendermaßen. Es wird in etwa so werden, dass wir im April Zuwachs bekommen, ob das mit 85 Erwachsenenpflichtige werden oder wie es zurzeit heißt, zwischen 35 und 50 dieses Glück oder 35 und 40 U-Mals, also die Minderjährigen, das wissen wir nicht. Es ist halt einfach so. Ich weiß, dass dieser Betreuungsschlüssel, was die minderjährigen Asylbewerber angeht, verdammt hoch ist. Ich habe mal so mit Leuten hören von 1 zu 2, sprich auf 2 U-Mals kommt ein Betreuer, kriegen die nie in den gebacken. Selbst wenn er dort 30 kommt, wo sollen denn die 60 Helfer halt kriegen? Und wenn ich weiß, dass dieser Schlüssel so ist, werde ich mich auch darum kümmern, dass der Schlüssel so eingehalten wird. Ehrenamtliche. Ich kriege doch nie im Leben 60 Ehrenamtliche, richtig schön. Die kriegen doch nie im Leben die Masse an Leuten. Na gut, mittlerweile haben sie mit 40 Euro monatlich angefüttert. Ja? Der Ehrenämter hier in Sachsen, die kämpfen seit Jahren, dass es mal so eine Sachsenkarte für Ehrenämter gibt, dass sie mal zu, bitte, bitte, schnell gehen, dass sie mal die Stunde im Ehrenamt mit 50 oder mit 1 Euro vergütet kriegen, dass sie einmalig im Jahr 40 Euro je nach Funktion bekommen. Zack, Flüchtlingshelfer 40 bis zu 40 Euro im Monat. Die kriegen es wieder neigebrochen. Muss ich sagen, ist eine Schande gegenüber jedem Ehrenamt, was es bei uns in unserem schönen Land gibt, egal wo sie sich engagieren. Behinderte, Altenpflege, DHB, DRK, Johanniter und was es denn sonst noch so alles gibt. Schwule, Homosexuelle, keine Ahnung, weil alles ein Ehrenamt heute noch irgendwelche Organisationen betreut. Und jetzt aufgrund dieser Flüchtlingssache kriegen sie es alle hinten neigeblasen. Mich kotzt es an. Das ist auch mal interessant. Ich kenne es von Feuerwehrangehörigen, die in der Hartz IV gerutscht sind, die mussten dann Aufwandsentschädigung, die sie gekriegt haben, mussten sie wieder angeben, haben sie weggenommen gekriegt. Ne? Bin ich mal gespannt. Da gibt es ja bestimmt auch wieder eine Ausnahmegenehmigung. So ist die aktuelle Situation in Niederdorf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt es vielleicht noch gelesen, der René war jetzt immer mal in der Zenti in Chemnitz, weil er reinfahren musste, aufgrund eines privaten Vorfalls. Ich bin dann auch mal hingefahren, da hatten wir es empfohlen, ich war 18 und 30 an der Zenti. Man sieht zwischen 10 und 18-jährige minderjährige Flüchtlinge im Zeitraum 18.30 bis 20 Uhr. Genauso sieht man dort kleine deutsche Mädchen, auch zwischen 10 und 18 Jahre alt. Das ist ein halber Porno, den du dort siehst. Da werden Leuten den Finger gezeigt, die werden angerammelt, da wird rumgebrüllt, da wird sich über Menschen mit Krücken oder einer Behinderung lustig gemacht oder. Mich hat es deswegen auch nicht gewundert, dass ich da später in der Presse gelesen habe, dass da einer in den Zug eingestiegen ist, hatte keine Fahrkarte dabei. Der Zugführer oder Zugpilot, sagt nur Zugführer, ich habe mir letztens schon die Frage gestellt. Da hat ihn darauf hingewiesen, er wurde daraufhin angepöbelt, eine Frau wollte dazwischen gehen, die wurde von dem getreten, da sind die Zustände da drinnen. Da wurde mir von jemandem gesagt, da musst du doch keine Gedanken machen. In so eine Stadt, da sind die Flüchtlinge anders wie hier auf dem Land. Die kommen aus anderen Ländern, ich weiß es nicht. Ich möchte solche Zustände hier nicht haben, ich bin sehr gespannt. Ich sage mal, wenn es ruhig bleibt, können wir uns alle freuen. Ich glaube es aber langsam nicht mehr. Also irgendwann, wenn man mal sieht, wie die Leute sich drum kümmern, die werden ja immer mal aufgefüllt und die kommen ja auch langsam in ihre Kurzgrenze. Die Mentalität dieser drei kommt und dann ist es ja, sag ich mal, wie mir damals, vierte Klasse Grundschule, jetzt sind wir die Großen, zack, ein Jahr später Mittelschule oder genauso fünften Scheiße, was die dieser Kleine, weißt du, und die Großen waren da. Und so wird es ja auch schon mal kommen, jetzt sind welche Leute, die schon eine ganze Weile hier sind und dann kommt die Neuen. Und was wir mit Neuen machen, ist doch in jeder Gesellschaft so, oder wisst ihr, was ich meine? Fängst du Neuen noch vorne an, schützt auch schon letztes Lied. Es ist halt einfach so. Ich bin echt gespannt, sehr interessante Zeiten. Wir bekommen auf jeden Fall Zuwachs, entweder U-Mals oder erwachsene Flüchtlinge. Ich denke mal, es wird wohl eher ein größeres Kinderheim in Niederdorf werden. Schauen wir einfach mal. Ansonsten, die nächste Demo haben wir angedacht an Karfreitag. Jetzt wurde mir schon von mehreren Seiten gesagt, ach, Karfreitag, keine Tanzveranstaltung, nicht gar nicht, kriegt man nie in dem genehmigt. Ja. Ich versuche dennoch eine Demonstration am Karfreitag anzumelden. Weil ich habe ein Demonstrationsrecht als deutscher Bürger, das steht bei uns im Gesetz. Und ich will eigentlich nicht, dass eine Religion sich drüber stellt, wenn ich für mein Land kämpfe, das ist mir nur noch dort. Weil es wird an dem Tag bestimmt auch ein Gottesdienst in Deutschland, in einer stattfinden. Die werden so ein bisschen über Jesus und Kreuzigung reden, aber ich denke mal, dass so Sätze fallen werden. Und gerade in dieser heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir Christen zusammenhalten und das Menschliche in uns wieder mehr hervorkehren und in die Welt hinaustragen. Denn in dieser angespannten Situation müssen wir gerade als Christen ein Vorbild sein, um den Menschen, die aus einem Land vertrieben werden, in dem Krieg und Verfolgung droht, ein Zuhause zu bieten und unsere christlichen Lebensmittel zu zeigen. Solche Sätze werden dort fallen, oder? Amen. Das ist für mich eine politische Veranstaltung, die an Karfreitag durchgeführt wird, die so nicht sein darf, weil ich das so nehme. Ich will meine Demo an Karfreitag beantragen. Ich weiß, das sind keine Tanzveranstaltungen, sonst wird es erlaubt. Wir werden da auch sicherlich keinen Lichtlauf machen. Aber ich lasse mir nicht anfallen. Ich will am Karfreitag mit euch hier stehen. Und das verspreche ich euch, ich kriege das hin.
Und ansonsten noch spätestens dann am Donnerstag nicht, weil dann bin ich vor letzte Gericht gezogen und die haben auch gesagt, bitte nee. Aber ich kämpfe bis eben auf Funker auf Weihnachten, das will nur stehen. Ich bin sicher nicht eins mit der Abgespeckter, aber wir werden hier stehen. Vielleicht noch ohne Mikro in der Dummhalle. Mal gucken. Vielleicht kriege ich auch ein Pfarrer wieder überredet, dass er vorbeikommt. Dann springen wir auf den Kirchenzug auf, hätte so ein Kornischer. Oder schon mal ein Muizin. Wir stehen gerade Freitag hier. Da. Und wenn nicht, treffen wir uns immer gerade Freitag hier. Genau. Da muss der Herr so. Irgendwann. Gut, wenn ich schon zurück kann, noch zwei, drei wichtige Sachen, Kim, dann kannst du, wir müssen dann halt, haben wir schon halt? So echt eng, müssen wir lösen. Ich habe noch ein Feier einstecken gehabt. Und zwar ist er wieder in Sternmarsch geplant, jetzt am 19.03. 16 Uhr, Niederdorf hat einen Startpunkt übernommen, Haltestelle Treffurter Straße. Wir fahren mit der Citybahn rein, Abfahrt ist 15.34 Uhr. Ich würde sagen, also ich habe vorhin mit dem René gesprochen, wann wollen wir uns da treffen? Ich habe gesagt, um 3, René mit Viertel 4. Wenn ich Niederdorf und sage, wir treffen uns um Viertel 4, kommt er eher auf Schalt. Also ich sage mal, wenn wir sagen, wir treffen uns um 3 hier, wäre es toll, wenn wir spätestens Viertel 4 hier wären. Dann können wir hoch zur Citybahn laufen. Da können wir bis zur Treffurter Straße durchfahren. Wir haben mit der Polizei gesprochen, die Haltestellen sind abgesichert. Wir haben dort kein Problem mit irgendwelchen Autonomen oder so. Das ist unser Startpunkt, kurze Aufgabengebung. Dann laufen wir zum Roten Turm. Ist ein Stammmarsch, wie gesagt. Und am Roten Turm ist dann die Kundgebung. Und dort ist gleich Zendi. Da können wir wieder in den Bahn einsteigen. Und wir kommen wieder her nach Niederdorf. Also mundgerechter können wir uns eigentlich nicht servieren. Keine Parkplatzprobleme, ihr müsst nicht selber fahren. Das ist ja Luxus. Also wir wollen, wir übernehmen den Startpunkt, die Kämpfer unterstützen uns auch. Wir wollen mal einen Kämpfer mit Action einbringen, die demonstrieren dort immer mit 60 Mann. 60 Mann und die haben mehr Einwohner wie Niederdorf, glaube ich. Wir wollen, wenn sie sich ein paar aufraffen, 19.03., 15 Uhr treffen wir uns hier, dann fahren wir mit der Citycoin. Nein, es ist auch noch vor der Demo, da kann man am Meilenwagen noch einen Glühwein trinken. Aber ich glaube, das ist wieder rechtlich blöd, bringt also besser einen Glühwein mit, dann ist es nicht verboten. Trinken wir noch einen Glühwein vor der Maschine zur Demo. Das klingt doch gut, oder? Niederdorf. Wir haben drüben wo noch Pisten stehen, die haben Klausuren mitgebracht, da sind Flyer drin. Ich finde es sehr toll, wenn jeder da Lust hat, auch wenn er aus einer anderen Gemeinde kommt, greift mal in die Kiste rein, nehmt euch mal Flyer mit, steckt die mal in den Briefkästen, liegt so irgendwo hin, bringt euch mal ein bisschen mit ein, ihr fragt uns immer, wie ihr helfen könnt, nehmt euch mal Flyer mit, verteilt sie. War klasse, wenn ich schaue, hinkomme in die Kiste, ist ja. Versucht es einfach mal, wenn er nur einen mitnimmt, dann wäre schon sehr geholfen. Wir sind ja bestimmt 3000 Mann. Und wenn er einen mitnimmt, war echt klasse. Das ist auf jeden Fall eine Unterstützung für alle und vor allen Dingen für unser Land. Ja?